Hallo liebe Leute, ich bin's wieder, euer Roller Rolf. Ich sitze hier zu Hause bei mir im Büro, ehemaliges Kinderzimmer. Ne, kann leider nicht schrauben, weil es draußen regnet. Ne, jetzt kommt halt die Jahreszeit, wo es ein bisschen kühler ist und habe mir gedacht, was machst du jetzt? Ja, jetzt schneide ich hier mal was zusammen, lasse mal diese ganze Zeit, das sind ja über 8 Jahre, mir durch den Kopf gehen, was ich da so alles gemacht habe. Ich habe mir hier mal so ein paar Sachen aufgeschrieben. Also ich habe angefangen mit der ganzen Geschichte am 19.05.2014. Da habe ich das erste Video reingesetzt. Das schneide ich euch hier mal hinter. Das könnt ihr euch dann mal angucken. Ne, habe insgesamt 618 Videos, die nur mit Schrauben oder Fahren oder Ähnliches zu tun haben. Ne, ja. Und habe, ja, 480 Mal war ich live bei euch. Ne? Ja, da waren natürlich hier und da Sachen bei, die den Leuten nicht gefallen haben. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich lasse das mal alles so durch den Kopf gehen, merke, dass das alles ein bisschen komisch wird, diese ganze Geschichte. Ne? Dann denkt man doch mal drüber nach. Und so, und wenn ich das sehe, hat sich sehr, sehr viel verändert, muss ich sagen. Die Leute sind heute irgendwie so verbissen und alles. Ich kann es zum Teil verstehen, finde es aber zum Teil auch übelst. Na, nörgeln an allen möglichen rum. Ja, die Qualität ist nicht gut und dies ist nicht gut. Und wenn du mal einen Scherz machst, dann, naja, so ist das halt alles. Überdenke das mal, diese ganzen Jahre, die ich gemacht habe. Ne, wie oft ich bei euch war, wie viele tolle Leute ich kennengelernt habe, wie viel Spaß ich auch hatte und so. Und zeige euch mal hier mein erstes Video. Leute, guckt euch das mal an. Viele von euch haben das ja noch nicht gesehen. Ja, morgen sind die Sterne erstmal hier. Frühstücke. Hauen wir mal so Toast rein. Teste Kaffee, damit ich ein bisschen fit werde. Und dann lasse ich den Tag so langsam einleben. Wie das ist, auch natürlich auch meine erste Zielseite. Ich bin ja leider Raucher. Aber meine ja sonst nicht so viel Lasse. Okay. So, nachdem ich dann ordentlich gefrühstückt habe, gehe ich bei. Gucke mal am Computer, was ich für an E-Mails gekriegt habe. Oder mal bei YouTube oder ähnliche Dinge, was jetzt so an Neues ist. Man muss sich ein bisschen informieren. Ohne Computer läuft ja heute nichts. Und wenn ich das dann gemacht habe, dann gehe ich natürlich erstmal ins Badezimmer, restauriere mich ein bisschen. Weil so sieht man auch, wenn man ausgestanden ist und ich kann besser aussehen. Restauriert, sehe ich, da sehe ich schon ganz anders aus. Verlasse ich dann meine Wohnung und fahre ein bisschen spazieren, ein paar Leute besuchen und so weiter. Haare liegen immer so scheiße, deswegen setze ich natürlich eine Mütze auf, weil ich ja ein eitler Mensch bin. Ne? So, das ist hier unser Trainer, der Micha, der natürlich alles hat, was man braucht. Diese ganzen Urkundendiplome, alles, was man haben muss, hat Micha. Und so, wir leben halt in Deutschland und da muss man sowas haben. Also ein gut ausgebildeter, netter Mann, der hier die Leute beim Training anleitet, dass sie auch keine Scheiße bauen. Gut, also wie gesagt, wir sind hier im Fitnesscenter Saturn in Linden, Hannover-Linden, sollte man natürlich nicht vergessen. Für alle Leute, die da mal Bock drauf haben, ich bin sehr gerne hier. Guckt euch mal die Internetseite an oder kommt einfach mal vorbei. Das ist in der Rampenstraße. Alles nette Leute hier, auch wenn Linden so ein bisschen vom Ruf her nicht so okay ist. Aber hier sind Hammer Leute. Danke.
Hi, Rolf. So. Ja, ich bin also jetzt hier bei meinen Freunden von Profile, wo ich öfters auch mal so einige wissenschaftliche Gespräche halte über was gibt es Neues auf dem Markt und so und ganz nebenbei natürlich auch mal einen Kaffee trinke. Also ist sehr angenehm. Für Leute, die Kampfsport betreiben, kann man natürlich auch mal vorbeikommen, den einen oder anderen Artikel hier mit Sicherheit finden. Ansonsten, das ist klar. Ja, so waren natürlich auch besonders coole Sachen, so wie zum Beispiel den Maschley, wo viele rumjoggen und habe ich auch 40 Jahre gemacht. Leider sind meine Knie jetzt kaputt und sich entspannen und deswegen ist das ganz schön. Wenn man hier ein bisschen sitzt, ich mache das allerdings lieber vormittags, weil da noch nicht so ein Trubel ist. Das finde ich ein bisschen geiler, wenn noch nicht so viel los ist. Ich bin nach Hause angekommen, wie gesagt, habt ihr mal gesehen, was ich vormittags mache, wenn ich denn nicht arbeite. An ist schon, das schneide ich eh. Okay, du schneidest das. So, dass ich ganz drauf bin. Ja, ja, okay. So. Mit dem Kopf, ja, okay. Jetzt haben wir aber, Rolf, ich habe jetzt oben, nee, das passt schon. Der Kopf, und ich bin auch nee, der Kopf, nee, dann jetzt muss ich ihn drehen. Nee, eben nicht. Bleib mal da, geh mal ein bisschen weiter nach rechts rüber, nach links, genau. So. Kommt Radfahrer, nee. Ich muss auch noch sprechen. Ja, ist okay. Wir gehen ja jetzt mal ran. Halbwegs drauf. Da muss ich noch ein bisschen. Nee, nur hier so und dann ein bisschen was von da. So, hab dich drin. So Leute, ich hoffe, ihr habt euch das Video angeguckt. Das war wie gesagt mein erstes Video, was ich gemacht habe. Ja, da gab es noch nichts groß mit diesen Vorspannen und da habe ich auch noch kein Geld verdient. Ne, es ist eben auch so eine Geschichte. Irgendwann erreicht man eine gewisse Größe, ob das jetzt ein Segen oder ein Fluch ist. Ne, das können nur Leute beurteilen, die selber einen Kanal haben. Ne, ich finde es teils. Fand ich es etwas schöner und etwas lockerer, als dieser Druck noch nicht so groß war, diese ganzen E-Mails und was da alles so war. Es war einfach, vielleicht auch lag es an der Zeit, das ist ja jetzt auch über 8 Jahre her, da waren die Leute einfach noch besser drauf. Na, guckt euch das Ding nochmal an, das war dann irgendwie das zweite Video, was ich reingesetzt habe. Na, und ich bin halt wie ich bin. Also um was geht es? Es geht um den Kanal Roller Rolf hilft und den wollte ich euch hier einfach mal vorstellen. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen damit helfen kann. Ich schraube schon seit meiner Kindheit. Ich habe früher schon an den Mädels rumgeschraubt. Ich habe da also tierische Erfahrung. Da fragen mich einige Leute, warum macht der alte Sack das? Ich mache das, weil ich als Teenie die gleichen Probleme hatte. Dass der 50 Kubik Roller hier hinter mir leider nicht mehr anspringt und wir wollen mal gucken, woran das liegt. Ich zeige euch die verschiedenen Schritte und ihr kriegt dann hoffentlich euren Roller in Gang. Und ich habe natürlich auch ein schweres Kindheitserlebnis gehabt. Ich wollte normalerweise Kfz-Mechaniker werden. Jetzt war das so, wir sind ja sogenannte arme Leute gewesen und deswegen musste ich dann arbeiten gehen und konnte diesen Beruf, wo ich immer von geträumt habe, leider nicht ausleben. Und konnte mir dann die Zündung an und ziehen die Handbremse und drücken den Starter, um zu sehen, was ist hier los. Früher hat man ja die älteren Leute gefragt. Jetzt bin ich einer von den Älteren. Allerdings haben wir inzwischen Google und YouTube. Und deswegen fragt man einfach nicht mehr den Opa von nebenan, sondern man googelt. Alter, er hat immer gesagt, wenn du deine Mofa nicht reparieren kannst, dann hast du eben Pech gehabt, dann musst du halt zu Fuß gehen. Jetzt haben wir also unsere Arbeit erledigt, hat etwas länger gedauert. Wichtig ist, dass er den nächsten Tag auch anspringt, wenn er die Nacht gestanden hat. Da ein Video reingestellt, habe gesehen, das wurde tierisch angeklickt und hat den Jungs wohl Freude gemacht, natürlich vielleicht auch den Mädels.
Frank, tun die nicht zu doll. Die sind nur ausgelegt für 45. Nicht, dass er euch auf die Fresse legt und sieht nachher aus wie eine Karre Mist. Muss ja auch nicht sein. Na, ich hoffe, wie gesagt, dass ich mit meinem Kanal viel helfen kann, dass ihr den natürlich anklickt. Dann werde ich den entsprechend Videos reinstellen und schickt mir irgendwelche Fragen. Was da los ist, warum läuft die Kiste nicht und vielleicht kann ich euch ja helfen, dann haben wir alle was davon. Ich habe Spaß, ihr gebt kein Geld aus und so insofern denke ich mal, ist das eine geile Sache. Ja, ich hänge euch hier nochmal ein Video hinterher für die Schrauber. Von einem der schönsten Sachen. Es hat immer Spaß gemacht irgendwie, auch wenn ich manchmal mit einem Hammer hätte reinschlagen können. Aber das war eine Sache in Linden, wo ich geschraubt habe, die mir sehr viel Spaß gemacht hat, wo keiner weitergekommen ist und es war nicht wirklich so kompliziert, damit auch die, die Schrauben sehen wollen, ne, auch zufrieden sind. Ne? Okay. So, hallo Leute, ich bin's wieder, euer Rollerolf. Und was haben wir diesmal? Diesmal haben wir die Granate, und zwar eine Ape. Und was passiert hier? Das zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. So Leute, ich habe jetzt die Brille aufgesetzt. Und hier, wenn ihr seht, das ist die absolute Luxusausstattung. Und so muss man ganz ehrlich sagen, ne? 10 Airbags und so, also das ist schon Hammer. Aber wir machen jetzt mal Folgendes. Batterie habe ich getestet, die ist noch verhältnismäßig gut und jetzt drehen wir hier mal den Zündschlüssel um. Den haben wir hier oben und dann schauen wir mal, was hier kommt. Hört ihr, der Motor dreht, aber das war dann auch alles. So Leute, ich will euch natürlich auch mal diese schöne Innenausstattung zeigen und so, ne? Also das ist schon Hammer, ne? Hier unten, ne? Haben wir dann die Batterie. Das ist zumindest mal eine sehr, sehr große Batterie, was nicht schlecht ist. So, seht ihr, das sieht also genauso aus wie beim Roller hier, das Lenkrad. Tacho auch, ne? Könnt ihr hier sehen am Tacho, ne? Das Ding hat 41.000 gelaufen, da haben wir den Zündschlüssel und so, naja, ne? Ist schon wirklich Komfort pur. Da unten haben wir ein Bremspedal, ne? Sieht so ein bisschen aus, als wenn es von Ikea wäre. So Leute, ich zeige euch das Ding nochmal von außen, ne? Also Parklückenschwierigkeiten hat man auf jeden Fall nicht, das muss man dazu sagen. Ne, so ein bisschen was kann man auch draufpacken. Seht ihr ja, hinten habe ich schon mein Werkzeug und das Führerhauptquartier eingerichtet. Ne? Und die Dinger sind halt äußerst selten. Die Wolfsschanze. So, hier das Ganze von hinten. Ne? Seht ihr, das ist hier der tierische Motor. Hier haben wir so einen netten Auspuff. Sieht alles ein bisschen mitgenommen aus, aber das Baby hat auch länger gestanden. Das braucht ein bisschen Zuneigung. So, hier sehen wir also den Vergaser. Seht ihr, der ist also extrem verschmutzt. Aber wie ich immer sage, das sind Äußerlichkeiten, nur die inneren Werte zählen. Und so, das Ding sollte laufen und danach kann man sich um die Optik kümmern. So, als erstes gehen wir jetzt erstmal bei und werden den Luftfilter öffnen. Damit wir auch sehen, im Grunde genommen, was da los ist, ob der verschmutzt ist und so und da keine Luft durchkommt. Und zwar mit einem Imbusschlüssel. So, dann könnt ihr euch mal angucken. Das sieht hier nicht wirklich sauber und gut aus. Das ist ganz normal, dass das Ding natürlich mit Sicherheit Dreck drin hat und mal richtig sauber gemacht werden muss. So, Vergaser habe ich jetzt entfernt und so. Hier seht ihr den Benzinschlauch. Und so, der ist wohl jetzt zu. Jetzt gucke ich mal, drehe den auf und damit wir sehen, ob auch Sprit zum Vergaser kommt. Komm.
Töpfke für Töpfke oder was soll das? Nee, ist schon richtig gelaufen. Wenn er so viel verbrauchen würde, dann hat er einen 300-Liter-Tank. Das läuft schon richtig. So, seht ihr? Sprit läuft also raus, also haben wir schon mal zumindest den Vorteil, dass zum Vergaser Sprit ankommt. Das ist schon mal ganz wichtig. So, als nächstes gehen wir jetzt dabei, da wir ja wissen, Sprit ist da, Vergaser machen wir gleich sauber. Hier haben wir den Zündkerzenstecker, wir ziehen mal den Zündkerzenstecker ab. Dann können wir gleich mal hier gucken, ich halte das mal näher ran, dass der auch nicht vermodert ist, damit der Zündfunke ankommt. Jetzt machen wir gleich die Kerze ran aus und gucken mal, ob da ein Zündfunke ankommt. So Leute, Zündkerze habe ich schon gelöst. Kommt man ganz gut ran hier, im Gegensatz zu vielen anderen Dingen. Aber das ist eben der Vorteil, wenn man so ein Großraumfahrzeug hat wie das hier. Da kommt man natürlich auch ran. So, jetzt nehmen wir die Kerze mal raus und gucken uns die mal an, wie die aussieht. So, habt ihr also gesehen, der Zündfunke ist da, das heißt die Kerze ist auch in Ordnung, Zündspule ist in Ordnung, Stecker ist in Ordnung, aber er wäre auch nicht mit Startpilot leicht gekommen, wenn da im Grunde genommen kein Zündfunke wäre. So Leute, ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause, weil Vergaser muss einwirken und so mit Benzin schön alles und mit Vergaserreiniger alles schön mal eingesprüht und jetzt muss diese ganze Sache einziehen und dann mache ich eine kleine Pause, trinke mein Käffchen und dann baue ich den ganzen Kram wieder zusammen. So, seht ihr, wir haben natürlich auch hier den manuellen Choke sauber gemacht. Das haben wir auch ein bisschen sauber gemacht. Hier tropft es. Schnell wieder das Ding unterstellen, wegen der Umwelt. Ne, das ist alles gemacht worden. Sieht auch ganz ordentlich aus hier. So, das wollte ich euch hier auch noch mal zeigen. Das ist die Kupplungseinheit. Da war man also schon mal dran. Allerdings sieht man hier, wenn man guckt, gar nichts. Jetzt gucken wir aber mal genau hin, drehen diese Geschichte um, weil man sich ja fragt, warum ist man da rangegangen? Und wenn er jetzt mal, ich hole das noch mal ein bisschen ran, wenn er jetzt mal genau hinguckt, seht er, hier hat es gearbeitet, da hat es gearbeitet. Also da waren wohl doch schon einige Sachen, die nicht in Ordnung waren. Und ich zeige euch das mal da unter. So, seht ihr das hier hinten? Na, da sieht man, dass da hier eine neue Dichtung dran ist, ne? Weil jemand sagt, ich gehe nur auf die Leute los, hier sind neue Schrauben. Hier ist also jemand bei gewesen und hat irgendwo ordentliche Arbeit gemacht. Ne? Ich will nicht immer nur auf Leuten rumhacken, sondern das war schon gute Arbeit. So, ich habe jetzt alles wieder drauf gemacht, die Benzinleitung, den manuellen Choke, hier alles schön zusammen, sauber ist er auch. Luftfilter können wir später drauf machen. Jetzt versuchen wir die Karre mal zu starten. So Leute, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Ich hoffe, dass ich gut gearbeitet habe. Ich versuche das Ding mal anzulassen. Ich mache jetzt erstmal hier die Tür auf, damit ihr das auch sehen könnt, ne? Dass ich nicht schummle. Ist ja gar nicht so einfach, von innen hier die Tür aufzumachen. So, also, was haben wir? Zündschlüssel rum und dann gucken wir mal, ob diese ganze Geschichte gefruchtet hat oder nicht. So, hört da, der Motor rennt. So Leute, habt ihr ja gesehen, das Ding läuft. Ich mache jetzt nochmal den Luftfilter hier drauf, den ich natürlich auch ein bisschen sauber gemacht habe. Dann hoffe ich, dass er noch ein bisschen runterläuft. So. Ganz normal, wie die alten... Ja.
Dann mach mal den Tankdeckel auf. Alter Mechanikertrick. Ist der 1,50 oder was? Doch auch cool. Keine Ahnung, was wird der fahren? Ja, bestimmt, ne? Ich weiß gar nicht, woran hat man das früher festgemacht? Ich meine, ich habe ja. Ich muss sagen, wo ich noch ganz im Weg bin gleich. Mit der Ape so ein bisschen. Wolf, was fährt der für ein Gemisch? Also ich schätze mal, ich weiß nicht, was der für einen Tank hat, 5 oder 6 Liter. Ja, aber 1:50, 1:50. So ganz drauf, mit der Birne bleibt man stehen da. 1:50, 1:25. Was fährt er? So Leute, das hat alles ganz gut geklappt. Wenn ihr jetzt denkt, ich habe gefuscht, nee. Man sollte auch bei so einem Ding, was schon günstig ist, eventuell mal tanken. Wäre jetzt nicht schlecht, der fährt aber noch gemischt. Dann müsst ihr Benzin und dann noch hier den machen und dann in den Tank rein und dann funktioniert das. Bis dann, euer Roller Rolf. Ciao. So Leute, ne, das war's mal. Ich habe das kurz zusammengeschnitten und so. Natürlich habe ich auch viele andere Sachen gehabt, die ganz toll waren. Habe viele tolle Leute kennengelernt, bei denen ich mich hier bedanken möchte. Ich wünsche euch alle noch einen schönen Sonntag. Ne, und nörgelt nicht immer rum wegen der Qualität oder weil ich mein Wort falsch ausspreche. Leute, ne, bleibt doch mal locker. Ne, wir wollen doch alle ein bisschen Spaß haben und wenn hier und da so ein bisschen Hilfe für den einen oder anderen da ist, dann ist es doch okay. Ne, ich mache das, weil es mir Spaß macht im Grunde genommen und weil ich doch einigen Leuten, die da draußen meine Videos gucken, damit helfen konnte. Ne, also bis dann, meine Lieben, allzeit gute Fahrt und wir sehen uns, wenn das Wetter besser ist und wenn ich wieder schrauben kann. Ich hoffe, dass das diese Woche noch passiert. Ciao.